Leute, ich hätte mal wieder eine kleine, aber feine Verlosung für euch. Verschiedene Filmtitel und auch ein, zwei Gutscheine haben mich erreicht. Und gleich werde ich euch zeigen, was ihr hier gewinnen könnt. Natürlich alles für umsonst, aber kurz wie immer zu den Regeln. Ich werde euch gleich verschiedene Dinge zeigen, die ihr gewinnen könnt und dann einen Kommentar sagen pro Artikel, das ihr in die Kommentare schreiben und vervollständigen soll. Dafür habt ihr 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit findet ihr auch nochmal in der Infobox, genauso wie alles verlinkt, was jetzt hier verlost wird. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Und nach Ablauf der Zeit werde ich per Zufallsverlosung auslosen, wer die Gewinner oder Gewinnerinnen sind, euch dann per YouTube direkt Nachricht anschreiben, braucht dann euren Namen und eure Adresse und zack, habt ihr euren Preis umsonst im Briefkasten. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Fragen, Sorgen, Nöte, dann gerne auf Twitter und Facebook. Als erstes hätte ich für euch zwei Gutscheine im Wert von 24,95 Euro inklusive Versand von Dein Design. Das ist, glaube ich, designskins.com, so eine Seite, wo man sich viele Sachen und vor allem Entertainment oder Home-Sachen, Home-Entertainment-Sachen zum Beispiel umdesignen kann, irgendwelche Aufkleber und Hüllen vor allem für Handys gestalten kann, selbst als irgendwelche Designs hochladen oder eben coole nehmen. Und ich habe zum Beispiel mir da gibt es quasi in der Vorlage diese coole Hülle geholt für mein iPhone 6, die ich richtig geil finde. Und wer quasi sich auch was machen will oder bauen will oder so eine Premium-Hülle haben will, habe ich, wie gesagt, zwei Gutscheine hier zu verlosen. Und um einen zu gewinnen, schreibt ihr einfach in die Kommentare, welche coole Filmszene ihr auf eine Handyhülle printen würdet. Welche findet ihr so legendär, dass ihr sagt, ja, damit würdet ihr den ganzen Tag rumrennen. Jedes Kommentar in diese Richtung kann also einen Gutschein für Dein Design gewinnen. Dann als nächstes hätte ich was für Guardians of the Galaxy, drei Fan-Packages, bestehend jeweils, wo wir gerade beim Thema Handyhüllen waren, einmal aus der Guardians of the Galaxy Handyhülle für das iPhone 5, beziehungsweise das müsste auch dann aus iPhone 5S, glaube ich, passen. Natürlich die Blu-ray, 3D Blu-ray auch noch, also das richtig, die richtig coole Variante, plus Poster, dreimal das Ganze. Also wer Poster, Blu-ray und Hülle gewinnen will, schreibt einfach in die Kommentare, Robert, mein Lieblings-Guardians ist, welcher aus dieser Gruppe ist euer Liebling? Die meisten schreiben bestimmt Rocket und warum, und jedes Kommentar in diese Richtung kann Poster und Hüllen und Blu-ray gewinnen. Dann hätte ich als nächstes noch, jetzt muss ich kurz mal rübergreifen, dreimal auf Blu-ray die Recut-Version seit dem 15. Januar erhältlich von Sin City. Sehr cool, eine längere Version, Kinofassung ist auch drauf. Hier ist auch ein Booklet drin von Frank Miller's Sin City. Und vor allem eben die Version im Recut etwas länger, etwas krasser anzusehen. Und wer Sin City mag, kann also hier gerne einmal die Blu-ray abstauben. Dreimal gibt es sie insgesamt, diese Special Edition. Und muss dafür einfach nur in die Kommentare schreiben, welche eure Lieblingsgeschichte aus Sin City ist, aus den beiden Filmen. Es sind ja verschiedene Handlungsstränge, die erzählt werden. Welches eure Lieblingsgeschichte? Jedes Kommentar in diese Richtung kann natürlich einmal das gewinnen. Ich glaube, von mir ist es entweder die von Joseph Gordon-Levitt im zweiten Teil oder die von Elijah Wood im ersten Teil. Die sind alle ziemlich cool, aber auch ziemlich brutal. Und als letztes für diese Verlosung hätte ich noch was für den Anime-Bereich. Es sieht sehr rosa aus und ein bisschen weiblich, aber vielleicht kann der ein oder andere was mit anfangen. Ich bin ja bei Animes immer nicht ganz so fit. Magical Doremi heißt das hier. Die Geschichte von Doremi, einem Mädchen, die eines Tages eine Hexe entlarvt, und dann verwandelt sich die Hexe in eine Kröte, und um sie wieder zurückverwandeln zu können, muss Doremi selbst eine Hexe werden, und damit ist sie dann die Magical Doremi. Und wenn ihr diese Serie gewinnen wollt, dann ich habe hier so die Staffel 1.1, das sind, glaube ich, die ersten Folge 1 bis 26, zweimal auf DVD zur Abwechslung im Angebot. Wer diese Serie haben will, weil er sie unglaublich mag oder sie unglaublich mag, schreibt in die Kommentare, ich will die haben, weil, und dann erzählt mir einfach, was ist so toll an dieser Serie. Jedes Kommentar in diese Richtung kann also die erste Staffel oder die erste Hälfte der ersten Staffel von Magical Doremi gewinnen, und damit bin ich auch durch in meiner Verlosung an dieser Stelle. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, Twitter und Facebook, und jetzt 48 Stunden Zeit im Kommentare zu schreiben. Ganz viel Spaß dabei, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese Verlosung mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es noch ein paar Links um mich herum, und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video, und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.